Card Life, ein Spiel, das mich vom Artstyle nie angesprochen hat. Auf jeden Fall nicht auf den Bildern, die ich sehe und den Videos. Auch nicht wirklich, bis ich es dann selber mal gespielt habe. Es ist wirklich unglaublich, wie sehr dass man mit seinen Charakteren mitleidet. Und wie realistisch auch das Ganze ist, das artet eigentlich mehr in Arbeit aus als ein Spiel. Also man leidet wirklich mit. Und ja, also wenn ihr selber noch nicht gespielt habt, tun es doch. Es ist die Gratis-Version, sollte glaube ich immer noch im Netz vorhanden sein. Ich tue es verlinken, falls das so ist. Und ja, in der Vollversion hat man dann einen Charakter mehr gehabt. Ich bin mir nicht sicher, schon zu lange. Das war Anfangsjahr. Auf jeden Fall mein Platz 10, Card Life. Ach, wie herrlich ist es gewesen, auf der Insel von Proteus rumzulaufen und alles Mögliche entdecken. Alles hat einen anderen Ton abgegeben, den Häsli hinten rein zu rennen, durch die Gebäude zu teleportieren und dann der sagenhafte Schluss, wo vollends befriedigend hat. Jawohl, weil normalerweise ist man so Spiel, wie sollen die am Ende, ist mir nie so sicher. Und dann, aber Proteus Ende, super, wirklich genial gelöst gewesen. Möchte auch nichts dazu verraten. Ja, was das Spiel sicher auch ausmacht, ist der Artstyle. Schön bunt und irgendwie klobig. Und auch die Jahreszeitenwechsel habe ich einfach noch super gefunden. Also Proteus, mein Platz Nummer 9. «140» ist ein Spiel, das ich mich seit dem ersten Trailer darauf gefreut habe und es hat mich wieder erwarten, überhaupt nicht enttäuscht, sondern genau das geboten, was es versprochen hat, und zwar endlich mal eine Musikplattform, wo die Welt auch mit der Musik agiert und sich dementsprechend auch verändert. Der Soundtrack war auch super gewesen, elektronisch. Mir hat es super Spass gemacht, das haben sie sicher auch in meinem Let's Play gesehen, falls das nicht gesehen nachholen unbedingt. Also, 140, mein Platz Nummer 8. Ach, die Inner World, ein wirklich herrliches Point-and-Click-Adventure mit verdammt genialem Humor. Ich habe sehr viel Spass gehabt, mit der Flötennase rumzuziehen und seine naiven Weltansichten zu genießen. Es ist wirklich eines der wenigen Point-and-Click-Adventure, wo man nie langweilig geworden ist, wo nicht eine Aufgabe so lange rausgezögert worden ist mit Nebenaufgaben, dass mir Lust vergangen ist, sondern ich kann immer mehr wählen und es ist auch eines der wenigen Spiele, wo ich gerne einen zweiten Teil sehen würde. Also, The Inner World, meine Nummer 7. The Stanley Parable. Einige werden sicher überrascht sein, dass es auf Platz 6 ist und hat das bestimmt höher erwartet. Aber das ist meine sehr subjektive Top 10 von diesem Jahr. Wegen dem ist es eher in der Mitte angesiedelt, weil es hat noch viel mehr gegeben und mich mehr weggebombt hat. Ja, Stanley Parable insgesamt ein sehr gutes Spiel, hat mir recht viel Spass gemacht. Vor allem riesig und mega viele Abzweigungen und Entscheidungsmöglichkeiten und Überraschungen. Also hervorragend, herrlich, aber nur auf Platz 6. The Swapper. Endlich einmal ein Rätselspiel mit einer ausgeklügelten Story und der Artstyle war einfach unglaublich genial in diesem Spiel. Sie haben ja jedes einzelne Teil irgendwie zuerst in 8 hergestellt und dann ab und dann ins Spiel integriert. Also wirklich der Hammer gewesen. Auch die Rätsel selber haben mir super gefallen gehabt. Und der Metroidvania Level Design genial. Alles swappen, alles super. Auch wenn es noch in der Mitte ist, alles super. Swappen unbedingt spielen, wenn ihr das neu habt. Monaco, ein weiteres Spiel, das ich das Release nicht kann abwarten konnte. Bei dem Trailer, der Artstyle, auch unglaublich geil mit der Farbe und alles. Und ich habe es ja wirklich gesuchtet am Anfang.
eines der wenigen Spiele, wo ich die einzelnen Level auch immer wieder gespielt habe. Und im Koop wirklich genial, sehr, sehr unterhaltsam. Und ja, Content, der noch rauskam, ist Level Editor leider nie angeschaut, aber das Hauptspiel ist wirklich super gewesen. Würde ich auch immer wieder mal wieder vorkramen, weil Monaco wird einfach nicht langweilig. Also mein Platz Nummer 4, Monaco. Platz 3, The Wolf Among Us, ist auch für mich eine Überraschung gewesen. Ich habe gewusst, dass ich von einem weiteren Telltale-Game ein gutes Spiel erwarten kann, aber dass es so gut wird und The Walking Dead völlig in Schatten stellt, meiner Meinung nach, hätte ich gar nicht gesehen. Das Universum von Fables habe ich nicht kennt am Anfang und es hat mich umso mehr überrascht, dass wir hier alte, klassische Figuren wieder treffen. Und auch nach dem Durchspielen von der Episode 1, ist schon leider erst die erste Episode draus, aber die hat mich schon so überzeugt, dass es auf Platz 1 gekommen ist. Ja, nach dem Durchspielen haben wir sofort die Fables Comics gegeben und haben auch schon 4 Stück durchgelesen. Also, Wolf Among Us unbedingt spielen, sehr, sehr geil. Kentucky Route Zero, ein weiteres Episodenspiel, wo man kann es gar nicht glauben, beide Episoden da so rausgekommen sind. Es scheint schon so lange her, seit ich Episode 1 gespielt habe. Ein Spiel, das unglaublich überrascht hat mit seiner Mystik und Stimmung. Und man hat gar nicht so gewusst, was jetzt in Episode 2 eigentlich auf einmal zukommt. Und es einfach nochmal absolut topped hat, die erste Episode. Wirklich unglaublich. Ja, ich schaue mein Let's Play auch. A ist auch das meist gesehene Let's Play auf meinem Kanal. Es spricht nur fürs Spiel. Also, Kentucky Route Zero, ich freue mich unglaublich auf die nächsten Episoden, die erst nächstes Jahr werden kommen. Und bin gespannt, ob sie das nochmal toppen können, was sie bis jetzt abgeliefert haben. Auf jeden Fall mein Platz Nummer 2. Antichamber, mein Platz Nummer 1 für dieses Jahr. Und zwar, weil es eigentlich eins der ersten Spiele war dieses Jahr und meine Liebe zu den Indie-Spielen so richtig aufleben lassen hat. Ich habe mich total vom Hocker gehauen, wie es mit der Wahrnehmung von ihm selber gespielt hat. Wie später Stanley Parable war das für mich so der Anfang von diesem Jahr. Und ja, und wie sich das Spiel weiterentwickelt hat, von einfacher Rätsel zu komplexer und dann der Spieler aber immer wieder ein bisschen ausgetrickst hat und seine Wahrnehmung verarscht hat, mit dem Spiel selber an man nicht mehr so glaubt am Schluss. Auf jeden Fall Antichamber, mein Platz Nummer 1 für das Jahr.